seit 2008 sind wir ein Verein, haben mittlerweile schon 47 Mitglieder, sind natürlich alles aufgeteilt von Berchten, Teufelchen, Engeln, Nicolo, machen alle zwei Jahre einen Berchtenlauf, immer, bis jetzt immer auf der gleichen Stelle, um die Schulgasse, machen alle zwei Jahre einen Almauftrieb und sind eigentlich ein kompletter gemischter Haufen von Schwadorf. Wir sind eigentlich ein Krampus- und Berchtenverein, weil das Krampus ist eigentlich jetzt so Anfang Dezember, also Ende November, Anfang Dezember, da ist der Krampus. Und die Berchten, das ist eigentlich zurückzuführen mit Anfang Jänner, ist einmal die Thomas, im 16. Jahrhundert war die Frau Bercht und die hat eigentlich Thomas im Winter austrieben. Was ist das für ein Gefühl, so ein Berchten gefahren zu sein? Naja, es ist leibend, also die Leute auf jeden Fall leibend und ja, es ist Spaß, schwierig zu rennen durch die gleichen, also die kleinen Schlitze durchzusehen, aber ja, recht leibend. Wie schwer ist so eine Maske und zeig mal deine Maske her. Naja, um die 5 Kilo schon, sowas circa. 1 bis 5 Kilo sowas. Ja. Um Gottes Willen, was haben wir denn da gehabt? Rennst der Faule! Rennst alle der Faule! Wie hat dir das gefallen gerade? Echt gut. Es war extra. Sehr schön. Der ist von der Höhe gekommen. Super. Auch ein bisschen Angst dabei? Jein. Jein. Die Kostüme sind ein Wahnsinn und ja, die ganze Aufmachung, ich glaube, da steckt viel Mühe drinnen. Ja, finde ich toll. Super. Sehr, wie hat dir das gefallen gerade? Sehr gut, aber wir haben nicht so viel gesehen wegen dem Wagen da. Okay. Alles klar. Aber sonst war es cool. Was gefällt an so einem Berchtenlauf? Dass die Verena geschlagen wird. Nein, es ist. Was gefällt einem am Berchtenlauf? Ja, die Show generell. Die Show ist also gut organisiert und überhaupt die Sicherung. Also hat alles passt. Und ohne Sicherung, wie wär's dann? Wäre es nicht so super allein für die Kinder, weil die Berchten haben eine eingeschränkte Sicht und da kann es passieren, dass die leichte Kinder übersehen und über sie drüber fliegen oder sie stolpern selber und sie kommen alleine manchmal nicht auf, weil die Sachen so schwer sind. Ja, ich glaube, Schwadorf hat sich wieder von der besten Seite gesehen, vor allem unsere Vereine und die Institutionen. Wenn man sieht, wie alle hier zusammenarbeiten und zusammenhelfen, nur so ist es möglich, dass so wunderbare Feste und Veranstaltungen hier bei uns möglich sind. Ja, wir haben auch gehört, es gibt einen neuen Besucherrekord. Ja, über 1000 Besucher heute hier. Es ist natürlich schon das vermehrte Male, dass so das Berchtenlauf. Und ich glaube, von Mal zu Mal werden die Besucher mehr, die Fans größer. Und ich freue mich riesig für die Höllenteufeln und für alle, die heute hier mitgeholfen haben. Denn der Besucherandrang ist die beste Bestätigung und die ehrlichste Anerkennung der Arbeit. Ja, das Übliche, eine perfekte Performance, tolle Show, die anderen sind auch sehr gut, keine Untummer, Sarasdorfer sind auch dabei, alles tolle Leute, passt schon. Wir sind begeistert, aber jedes Jahr, also jedes zweite Jahr für Schwadorf, ne? Und ja, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir wieder kommen dürfen, ne? Und traumhaft.
war das jetzt für dich? Sehr lustig. Ich wollte ihm eigentlich ein High Five geben, aber... Hast du ein bisschen Angst gehabt auch, oder? Nein. Es sind ja nur Menschen.